Und ich begrüße euch hier zu einer Map-Vorstellung der Goldcrest Valley XXL Farm Version 4 bei MC. Und wir starten hier in einem Häuschen. Red. Das ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Startpunkt. Nur hier ist nichts eingerichtet. Okay. Wir gehen raus. Unser Auto würde in der Garage stehen und das Geräusch geht mir jetzt schon auf den Piss. Ja, so. Wir haben hier Fruchtarten und andere Produkte, die wir einlagern können. Dann haben wir, was haben wir denn hier vorne noch? Bams. Häckselgut. Und dann kommt das Silage raus, also ein Silagemaker. So, Milch. Mach mal Tür auf. Jawohl, der Kuhstall im anderen Design. Also hier hat sich einer auf jeden Fall schon mal... Fahrsilo. Was haben wir da drüben? Hier haben wir... Haben wir Holzstämme, Hackschnitze und leere Paletten. Ja. Lass mich raten, hier ist die Palettenproduktion. Wenn ich Hackschnitzel und leere Paletten reinpacke, kriege ich... Ach nee, kriege ich Karton. Also das ist schon hier direkt. So, hier muss ich bestimmt Kompost und Wasser anliefern. Mist, Karton und Wasser, um Erdbeeren zu produzieren. Jawolski. Also hier geht's ja auch schon gleich richtig zur Sache. So, wenn ich Karton einliefer, kriege ich Karton zurück. Wenn ich Palette, dann kriege ich Leerpalette zurück, okay. Und bei Johannisbeere kriege ich Johannisbeeren und bei Erdbeeren kriege ich Erdbeeren und bei... Ah ne, bei Kirsch kriege ich Erdbeeren? Himbeeren. Ach, Himbeeren. Gut, ich habe jetzt noch nicht die Map geöffnet. Ich gucke mir jetzt erstmal nur die Umgebung hier an und es ist schon Getreide, Wasser und Leerpaletten und ich kriege Eier. Wo ist denn hier der Hühnerstall dran? Ach, hier, supergeil. So, ja, dann gucken wir doch einfach mal hier Hubschrauberlandeplatz. Ich sehe einen Hubschrauber. Ein Hubschrauberlandeplatz. Wie krass ist der denn? Erstmal hier so einen schicken Hubschrauber-Landeplatz. Hallo? Moment. Cash-Automat? Nein, ich spreche diese Sprache nicht. Hier kann man auch rein. Aha. So. Scheint kein Heli in der Gegend zu sein. Ja, dann springen wir mal zum nächsten Punkt. Gucken uns die... Nein, ich gucke mir die Molkerei an. So. Zack. Und zwar Zucker, Obst, Karton, Milch, Leerpaletten. Und wir kriegen dann Joghurt, Butter, Kondensmilch, Kefir raus. Alter Schwede, ey. Also es ist schon ein bisschen was, was wir anliefern müssen. Was ist das? Zucker, Obst, Karton, Milch, Leerpaletten. Keine Ahnung, was das sein soll. Jetzt gehen wir oben lang. Zuckerfabrik. Rams. Lass mich raten. Zuckerrüben. Hallo. Ausgabe. Sugarbean, genau. Wasser und Leerpaletten. Dann kriegen wir Zucker raus. Molkerei.
3. Ich werd bekloppt, ey. Da hat er hier noch zusätzlich eine Molkerei. Was müssen wir denn hier alles hinbringen? Haarmilch. Wo ist denn hier mein Monitor? Wäre jetzt ein bisschen läppisch, wenn wir hier nur Milch hinbringen müssen. Ah, wir müssen ehrlich nur Milch hinbringen. Und wir kriegen Milch raus? Also wir geben Milch hier rein. Wir kriegen Quark, Käse, Joghurt, Butter und Milch raus. Dein Wille geschehe. Diesellager. Anlieferung, Abholung. Okay. Gehen wir einfach mal rüber. Ah, hier ist Dieselproduktion. Lass mich raten. Raps. Ja, Raps rein. Biodiesel, Gärreste und Eiweißfuttermittel. Was kann ich denn mit dem Eiweißfuttermittel anfangen? Diesellager, Bioraffinerie. Gucken wir mal hier. Fuhrhof. Okay, das ist nur ein Hof. Besuchen wir das Sägewerk. Da vorne ist mein Monitor. Das liebe ich doch so. Oh, Brennholz. Bretterpaletten bekommen wir. Die Bretterpaletten kommen hier raus. Das ist gut. Okay. Ich verstehe den Sinn nicht. Ich verstehe allen Ernstes den Sinn nicht. Noch ein Fuhrhof hat er hingepackt. Mit einem Wasserträger dabei. Überladestation. Dafür hat er die Schafe an den Hof geholt. Hier waren ja vorher die Schafe. Kleiner See. Kleiner Hafen. Wir nehmen Richtung Hafen. Ach, da hat er eine kleine Badebucht hingemacht. Ist ja geil. Was gibt's da oben? Erstmal rüber hier. Na, dann Steg hin. Da oben ist ein Diner. Okay, ein Steg bis zur Straße. Hier sieht auch alles normal aus. Zuckerfabrik hat da reingesetzt. Hubschrauberlandeplatz. Alter, da fällt sie ja hinten rüber bei der Geräuschkulisse hier. Zentralhandel. Was haben wir denn generell hier? Ja, ein paar Verkaufsstationen haben wir. Hören wir auch mal wieder jeden möglichen Hier ist Fleisch und Eier richtig, richtig gut. Haben wir denn hier auch eine Bierproduktion? Ne, wir haben keinen Hopfen. Ah, schlecht. Naja, so. Tiere haben wir nichts, das brauchen wir nicht.
springen wir mal durch den Fuhrpark. Was haben wir denn gerade stehen? Wir haben einen kleinen Fendt, wir haben einen Tyros Sifi, wir haben zwei 900er Vario, so ein Fendt-Freund, kleinen Drescher. Also so ein bisschen mehr als Standard-Equipment. Okay, zurück. Welche Felder gehören uns denn? Uns gehören aktuell die Felder 14 und 16 und 18. Also ich glaube, man würde eh nur auf die Felder, auf die großen dann wieder sparen. Weil die kleinen, die Pizzeldinger, die bringen ja nichts. Oder ich bin einfach andere Maps gewöhnt. Ja, aber im Grunde super viele Sachen verbaut, super geil verbaut, finde ich. Manches erschließt sich mir nicht ganz. Ich würde sagen, wenn ihr wisst, wie, ne, was das damit auf sich hat, schreibt es mir doch in die Kommentare. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen noch da lasst. Wie gesagt, in die Kommentare schreibt und beim nächsten Map-Vorstellung wieder reinschaut. Also bis dahin, euer PFX. Ciao, ciao.